Der westliche Teil des Kurfürstendamms. Und hier, meine Damen und Herren, wollen wir heute eine neue Sendereihe beginnen. Wir haben seit dem 13. August 1961 und verstärkt in letzter Zeit immer wieder Briefe von unseren Zuschauern in Mitteldeutschland und in Ostberlin erhalten mit der Bitte, zeigt uns doch Berlin so, wie es heute aussieht. Das Berlin, das wir seit dem 13. August nicht mehr sehen dürfen. Es tut mir leid, dass wir heute etwas Nebel haben. Aber sagen Sie selbst, hat der Kurfürstendamm es nötig, dass so ein strahlender Sonnenschein herrscht? Ich glaube, dieser Bummelboulevard, er strahlt für sich selbst. Unsere Fahrtzeit beträgt ungefähr 8 Minuten. Vom Rathenauplatz zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche braucht man normalerweise mehr, aber wir mussten doch ein bisschen mogeln. Wir passieren zunächst die Kurfürstendammbrücke, die in ihrer jetzigen Form mit doppelter Breite im Dezember vergangenen Jahres dem Verkehr übergeben worden ist. Auf dem Gelände des Leniner Platzes ist im äußerlichen Gewande des früheren Kabaretts der Komiker ein Gebäude entstanden, das unter anderem im ersten Stock eine Bowlingbahn beherbergt. 36 Bahnen, auf denen hoffentlich immer alle 10 fallen werden. Im rückwärtigen Teil entstehen 224 Wohnungen im sozialen Wohnungsbauprogramm. Das Gesamtprojekt, nach Plänen der Architekten Sobotka und Müller, wird noch im Laufe dieses Jahres fertiggestellt sein. Kurfürstendamm, Ecke Damaschke und Dahlmannstraße ist mittlerweile ein 6-geschossiges Geschäftshaus entstanden. Weiter geht es an der Wilmersdorfer Straße vorbei, deren Einmündung in den Kurfürstendamm demnächst verbessert werden soll. Noch in diesem Jahre werden die Abrissarbeiten beginnen. An der Ecke Giesebrechtstraße ist inzwischen ein 7-geschossiges Geschäftshaus einer bekannten Miederfabrik gebaut worden. Und nun nähern wir uns der Leibnizstraße, dem Olivaer Platz. Seit dem 13. August 1961 hat sich auch hier allerhand verändert, im Kleinen und im Großen. Ecke Leibnizstraße wurde im Mai vergangenen Jahres vom Bezirksamt Charlottenburg der Schwanenkükenbrunnen aufgestellt, nach Modellen des Bildhauers Professor Gaul, von dem auch der Entenbrunnen vor dem Renaissance-Theater stammt. Der Olivaer Platz ist größer und zu einer schönen Grünanlage geworden. Die Einmündung der Lietzenburger Straße in den Kurfürstendamm seit Ende 1962 fertiggestellt. Am Kudamm ist gebaut worden und wird noch gebaut. Ecke Bleibtreustraße entsteht ein 12-geschossiges Geschäftshaus. Im MGM übrigens läuft zurzeit der Jean Gabin-Streifen lautlos wie die Nacht. Und nicht weit davon entfernt in der Komödie das Lustspiel Mary Mary mit Gisela Pelzer und Harry Mayen. Im Kurfürstendamm-Theater ist seit einem Jahr nicht mehr die Freie Volksbühne, sondern Hans Wölfer Hausherr. Derzeitiges Erfolgsstück Irma Ladus mit Chariklia Vaxavanos und Harald Junke. Ecke Uhlandstraße vertreten wir uns ein wenig die Beine. Im Cinema Paris läuft zurzeit der Federico Fellini-Film 8,5 mit Marcello Mastroianni und Claudia Cardinale. Zwischendurch ein Blick für die Damen, schick am Kudamm. Kein Wort über die Preise. Gegenüber ist ein Ausstellungspavillon einer bekannten Autofirma entstanden, wo chromblitzendes Sozialprestige auf Käufer wartet. Auch nicht ganz billig ist zurzeit das kleinste Fernsehgerät, Sony mit Namen. Und wenn Sie dieses Geschäft erkennen, wissen Sie, dass es dort auch Schallplatten gibt. Hier der neueste Hit für den Rest unseres Autobummels, Canadian Tramp, gespielt vom Orchester Friedel Wende. Dieser Teil des Kurfürstendamms dürfte allen bekannt sein.
Im Rahmen des dritten Bauabschnittes des Viktoria-Areals zwischen Kudamm, Joachimsthaler Straße und Kantstraße ist im Zuge des Kurfürstendamms die Baulücke zwischen Hotel am Zoo und Café Kranzler geschlossen worden. Hier sind auch einige interessante Geschäfte entstanden. Wir machen einen kleinen Schwenk in Richtung Bahnhof Zoo. Am Schimmelpfenghaus vorbei, in Zoonähe wurden die Bauarbeiten im vergangenen Jahr beendet, der Hardenbergplatz wurde zum großzügigen Parkplatz für 249 Kraftfahrzeuge, 13 Omnibusse und 36 Taxis. Und nun nähern wir uns der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die am 17.11.1961, also nach Errichtung der Mauer, eingeweiht worden ist. Wieder aufgebaut nach den Plänen von Professor Eiermann, 4,5 Jahre wurde gebaut für insgesamt 7,8 Millionen Mark. 60 Millionen Mark wird der neue kulturelle und wirtschaftliche Schwerpunkt auf dem Gelände des ehemaligen romanischen Cafés kosten, das Europa Center. Ein 22-geschossiges Hochhaus entsteht hier mit auf 3 Ebenen verteilten Ladengeschäften und wo heute noch gebuddelt wird, sollen bereits Ende des Jahres die ersten von 105 geplanten Läden eröffnet werden. Dazu kommen 2 Kinos, ein Theater, ein Kabarett, das neue romanische Café, eine Sauna, eine Eislauffläche und ein Blumenmarkt. So, und das wär's für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es ist einigermaßen so geworden, wie Sie sich es vorgestellt haben. Neue Sendereien müssen nicht immer gleich perfekt sein. Heute in einer Woche darf ich Sie mal wieder zu einem Bummel einladen, zusammen mit Kameramann Horst Kandeler unter dem Motto Berliner Straßen heute. Bis dann also.